Willkommen zu einem neuen Video von Creastylity. Ja, ich schulde euch noch ein Video von der silbernen Katzenbox. Wir hatten ja letztes Jahr nochmal drei Themen gezogen. Darunter waren dann Themen wie, ich erinnere mich noch an die Streichholzschächtelchen, aber vor allen Dingen das Thema, für das ich mich entschieden habe, nämlich Modellieren. Leute, ich habe schon ewig nicht mehr modelliert und favorisiertes Modelliermaterial ist bei mir Fimo, und zwar Fimo Soft, weil Fimo Classic lässt sich noch weniger gut kneten. Deswegen, und ich habe mir auf Pinterest ein paar Inspirationen geholt und dann werde ich mal schauen, was ich davon alles heute modelliert bekomme und ihr dürft mir dabei zuschauen. Viel Spaß! Ja, wie sagt man so schön? Ich habe da mal was vorbereitet. Ja, und zwar hatte ich mir ja, wie gesagt, von Pinterest ein paar Inspirationen geholt. Zum Beispiel hier diese Drachen oder hier diese Fimo-Perlen, die halt ganz ähnlich gemacht sind wie diese Papierperlen. Und hier auch diese kleinen Püppchen. Ja, und ich glaube, ich fange einfach mal mit diesem süßen Drachen an. Und ich denke, ich werde mir erstmal hier aus diesen beiden Farben so ein bisschen Violett mischen, dann kann man das ja dann noch ein bisschen aufhellen mit dem Weiß. Dann habe ich hier noch so diverse Metallteile vom Schmuck basteln, die kann man auch noch zum Dekorieren benutzen. Genauso wie hier. Hier haben wir auch noch so kleine Ösen drin, damit kann man dann auch noch Anhänger machen. Und hier habe ich Hotfix Glitzersteinchen, die fixieren sich, wie der Name schon sagt, wenn das Ganze heiß wird. Und da Fimo ja gebacken wird, wird das auch dementsprechend warm. Gut, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los, machen wir mal die Packung auf. Weil die Packung ist tatsächlich schon auf. Und dann schneiden wir uns davon mal ein gutes Stück ab. Farbe Nummer 1. Ja, den müssen wir tatsächlich noch aufmachen. Ja, dann schneiden wir uns da drauf auch so ein bisschen was raus. Alles klar, und dann geht es jetzt erstmal ans Weichkneten. Das ist natürlich besonders günstig, wenn ihr warme Hände habt. So, das pinke Fimo ist nun einigermaßen warm und weich. Und ich habe ja gerade eben gesagt, dass ich schon länger nicht mehr mit Fimo gearbeitet habe. Und jetzt weiß ich auch wieder warum. Weil es doch eine ganze Weile dauert, bis selbst das Fimo Soft weich wird. Und ich überlege gerade, wenn ich hier das blaue Fimo eh noch ins Pinke reinmachen will, ob ich es nicht direkt reinlege und einwickele. Ich glaube, dann geht das Ganze nämlich etwas schneller. So. Hoffe ich jedenfalls. So, jetzt haben wir das Ganze einigermaßen weich und jetzt müssen wir noch dafür sorgen, dass sich die Farben gut miteinander verwischen.
beziehungsweise vermischen. Und deswegen mache ich mir jetzt hier eine Wurst. Und dann zwirbeln wir das Ganze so auf. Ja, das war noch nicht ganz weich, aber das macht nichts. Das wird's mit der Zeit. Schön zwirbeln. Dann ergibt sich hier dieses schöne Lollipop-Muster. Also theoretisch könnte man es jetzt auch kringeln und könnte sich einen Lolli machen, aber wir wollen ja keinen Lolli. Wir wollen einen kleinen Drachen haben. Also ich zumindest. Ja. Schauen wir das wieder zusammen. So, ich würde sagen, inzwischen ist eigentlich eine ganz schöne Farbe rausgekommen. Man sieht zwar noch so ein bisschen die Einflüsse von dem Blau und dem Pink. Und ich finde das gar nicht mal so schlimm, beziehungsweise gar nicht mal so schlecht. Ich finde, das sieht dann sogar sehr realistisch aus. Und ich würde sagen, damit arbeiten wir jetzt mal. So, ich würde sagen, wir machen mal 4 gleich große Stücke daraus. Dann eins halbieren wir nochmal. Und das vermischen wir dann gleich mit Weiß. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Körper an. Für den Körper brauchen wir anderthalb Stücke. Will den Drachen zwar nicht ewig groß machen, aber ein bisschen Größe sollte er ja schon haben. Eins der Stücke wieder in der Hälfte. Und dann machen wir ein Drittel von ab. Jeweils. Würde ich sagen, wir machen aus den größeren Stücken die Hinterbeine. Ein bisschen
Mol. Und ich brauche eh gleich auch noch Werkzeug. Das sieht doch schon besser aus. So, und jetzt brauchen wir ein Werkzeug, um da die Pfoten oder die Krallen oder was auch immer auszuformen. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Dann machen wir einen Schnitt und zwei Schnitte. Ja, dann nehmen wir die andere Seite und formen das hier ein bisschen aus. Nummer 1. Also Hinterlauf Nummer 1. Dann kommt der zweite. Und hier draus machen wir jetzt die Vorderpfoten, beziehungsweise die Vorderbeine. Vielleicht brauchen wir davon auch noch ein bisschen mehr Fimo. Ja, ein klein bisschen mehr würde ich schon sagen. Nehmen wir hiervon auch noch ein bisschen was mit. Gleich große Teile. Ne? So, kommen wir nun zum Kopf. Auch die Kugel habe ich noch mal in der Hälfte geteilt. Hier seht ihr auch ganz schön, wie Fimo abfärben kann. Ja, deswegen müssen wir auch gleich, bevor wir uns an das weiße Fimo wagen, die Hände waschen. Also wenn wir rein weiß machen wollen. Bei Michen spielt das noch nicht so eine große Rolle. Glaube, der Kopf muss tatsächlich ein klein bisschen größer.
Das sieht besser aus. Und ich würde sagen, wir brauchen noch ein paar Augen. Formen wir mal gerade die Augenhöhlen ein bisschen aus. Ja, und dann gucken wir mal hier mit diesen kleinen schwarzen Perlen. Sieht jetzt noch etwas merkwürdig aus, aber wenn da gleich noch die Sachen drum modelliert werden, müsste sich das wieder geben. Die Ohren. Machen wir Kugeln. Ja. Dann drücken wir die platt. Ja, das war, glaube ich, zu platt. Fransen wir das hier ein bisschen mit dem Schaschlikspieß aus. Nee, das machen wir anders. Man muss halt auch immer mal wieder experimentieren, wie was aussieht, und dann schauen, wie man es am besten macht. So, machen wir so. Und dann rollen wir das hier ein bisschen zusammen. Ja, ein Ohr. Ja, das kann man uns auch nehmen.
bisschen, noch ein bisschen spitzer an dem Ende. Ja. Und das gleiche machen wir mit dem anderen. Ja, und dann gab die Kamera irgendwie den Geist auf, beziehungsweise die Handykamera. Und ich habe natürlich weitergemacht und habe es dann erst gemerkt, als ich quasi dem kleinen Drachen schon ein paar Hörnchen verpasst habe. Ja, gut. Wie gesagt, ich bin halt gerade am Kopf dekorieren quasi. Und mache jetzt ein paar kleinere Hörnchen. Und die kommen hier hin, quasi auf die Stirne. Gut, und ja, würde ich sagen, machen wir noch welche knapp unter die Ohren. Ein bisschen was haben wir ja hier noch übrig. Teilen wir auch noch mal in der Hälfte. Gut, das wäre das. Und dann bauen wir jetzt mal den Schwanz an. Zuerst gehen wir hier mal an den Körper und formen hier hinten schon mal das Hinterteil so ein bisschen aus für den Schwanzansatz. Hatte ich ja gesagt, dass wir das hier für den Schwanz benutzen. Allerdings ist da hinten am Schwanz auch ein bisschen Deko. Das heißt, wir schneiden hiervon auch ein kleines Stück ab. Ja. Muss man dann erstmal wieder ein bisschen weich kneten. Ja. Und dann formen wir mal eine Wurst. Das biegen wir schon mal ein bisschen so zur Seite. Und das dürfte von der Länge der Wurst auch schon reichen. Jetzt machen wir das eine Ende auch noch ein bisschen schmaler. Das mal hier an. Übergänge ein bisschen verstreichen.
ich sagen, setzen wir das ganze Tierchen mal zusammen. Hier kommen ja noch Füße hin. Hinterbein und hier das zweite Hinterbein. Hier kommt ein Vorderbein dran. Andere Vorderbein dran. Das machen wir tatsächlich so, dass wir das hier ein bisschen spitzer zu formen. Mal gucken, dass wir das nochmal von der Platte runterkriegen. So, sehr schön. So, und dann machen wir hier am Kopf wieder eine kleine Einkerbung. Aufstecken. Ja. Ein bisschen festmodellieren. Position. Aber schwierig heißt ja nicht unmöglich. Ich glaube, wir könnten vielleicht ein klein bisschen von den Lippen nochmal nehmen. So, und dann machen wir hier draus so eine ganz dünne Wurst. Ich glaube, die legen wir dann einfach nochmal um den Hals. Und dann kann man das dann ein bisschen fixieren. So. So eine Art Halskrause. War ja auch klar, dass ich mir zum Wiedereinstieg so ziemlich das komplizierteste Projekt aussuchen muss, was ich finden konnte. So. Aber ich glaube, jetzt haben wir es. So.
Okay. Zusammengesetzt ist er. Dann geht's jetzt an den Rest quasi. So, das hier war der Teil, den ich mit Weiß mischen wollte. Genau. So. Das hier ist der Teil für die Flügel. Und das hier war für die erste Deko quasi. Hier mal zwei Teile draus. Fangen wir schon mal mit den Schwanzfedern an. Bisschen Federmuster drauf. Gut, dann holen wir jetzt ein bisschen weißes Fimo dazu. Gar nicht so viel. So ein Stück, um das Violett ein bisschen aufzuhellen. So. Das wollten wir mischen. Genau. Ah, jetzt heißt es wieder weich kneten, ne? Zwirbeln war das wieder. Und hier auf dem meinem Vorbild, da haben die helleren Hörner von dem Drachen ja auch tatsächlich so ein Streifenmuster. Also dafür brauchen wir es dann noch nicht ganz so zu mischen. Ja. Dann nehmen wir davon mal die Hälfte. In der einen Hälfte machen wir die Federn, in der anderen machen wir die Hörner. Zusammensetzen, nehme ich die einzelnen Federstücke. Das gehört schon mal zusammen. Und
Die kommen da drauf. Ja, wunderbar. Bevor wir ans Weiß gehen, bereite ich gerade noch schon mal die violetten Überflügel vor. Und dann brauchen wir dann nachher nicht mehr ranzugehen. Bisschen platt. Jens. Kugel draus. Ja. Blatt drücken. So, und dann machen wir das wie bei den Pfoten im Grunde. Gehen dreimal rein, beziehungsweise zweimal, damit wir dann drei Teile haben. Und dann formen wir die wieder ein bisschen aus. So. Einmal. So, gut. So, und wie gesagt, jetzt geht's erstmal zum Händewaschen. So, die Pfötchen sind wieder sauber. Das heißt, wir können jetzt wieder ans Weiß gehen. So, und für Weiß brauche ich, wie gesagt, drei Schwanzfedern und die Flügel. Also, wir schneiden uns nochmal ein Stückchen davon ab. Ja, ich glaube, ein bisschen mehr brauchen wir schon. Das sollte reichen. Ja, dreimal dürft ihr raten. Jetzt heißt es wieder weich kneten. Ich habe jetzt natürlich schön kalte Finger vom Händewaschen. Ich einfach mal sagen, das Stück müsste für drei Federn reichen. Hier machen wir die beiden. Ja. Nehmen wir noch ein bisschen mehr dazu. Ja. Dann machen wir die Federteile draus. Und hier machen wir noch ein paar Hörnchen draus. Jetzt fangen wir mit dem kleinsten an, dann haben wir das schon mal hinter uns. Also zwei Hörnchen. Dann sind die Flügelteile, dann kommen jetzt die Schwanzfedern. Wie gesagt, auch wieder drei an der Zahl. Eins, zwei und drei.
So, dann setzen wir die dreimal zusammen. Und darauf kommt das Konstrukt. Ja, komm hier. Das wiederum. So. Flügel.
Und der zweite Flügel. So, dann kommt er jetzt noch an den Körper dran. So. Auf die Seite. Und der andere auf die andere Seite. Dann würde ich sagen, jetzt geht's ans Dekorieren. So, wir haben hier noch zwei kleine weiße Dinge. Ich teile das eine mal noch in die Hälfte. Ich glaube, wir können es sogar noch kleiner machen. Ganz kleine weiße Pünktchen. Und zweimal. Und dann würde ich sagen, wir holen uns noch so ein paar Glitzersteine. Am besten nehme ich mir einfach ein bisschen was von dem Fimo. Dann lässt sich das. Setze ich mal einen hier auf die Schwanzspitze. Ja, wie gesagt, an den Ansatz mit den Federn. Ja, muss ich mir erstmal die passenden Steinchen hier raussuchen. Ja, ich gehe jetzt hier am Rücken auch mit so größeren Steinen lang. Das sind dann quasi die Schuppen, die Rückenschuppen, der Schuppenkamm quasi. Ja.
Eine hier und noch hier vorne. Und ich würde sagen, damit ist der Deko Genüge getan. So. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Reste. Und mit den Resten mache ich jetzt noch einen kleinen Swirl. Dazu packe ich erstmal alles zusammen. Und verknete das wieder ein bisschen, aber nicht so viel. Mache ich einen Kreis daraus. Einen Kreis. Ja. Gut. Und dann suche ich mir mal, das hier ist eine gute Oberseite. So. Und dann brauche ich mal gerade meine Acrylplatte. So, und dann lege ich die hier oben an und fange mit einem ganz leichten Druck von oben an zu drehen. Sehr schön. Ich würde sagen, das lassen wir so. Dann gucke ich, dass ich da einen von diesen Haken reinkriege. So. Einen. So. Ja. Das funktioniert nicht. Muss ich dann, wenn es gebacken ist, mit dem Handbohrer machen. Das wählen wir jetzt nochmal und dann backen wir das einfach so. Wieder mit drauf. Ja, und dann wird das Ganze jetzt 30 Minuten lang bei 110 Grad gebacken. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Der Ofen ist aus, die Sachen sind einigermaßen ausgekühlt und dann kann ich euch jetzt mal die fertigen Ergebnisse zeigen. Zuerst mal hier diesen kleinen Zwirn. Wie man jetzt sieht, ich habe hier auch so eine Öse reingemacht. Die hat sich jetzt, wo das Teil noch warm war, ganz gut reindrehen lassen. Vor allen Dingen, ich habe es dann halt mit dem Handbohrer auch ein bisschen vorgebohrt. So. Ah, der Fokus ist leider nicht ganz so gut in der Handykamera, aber ich hoffe, man kann es trotzdem einigermaßen erkennen.
Aber das war ja nur die erste Bewertung. Kommen wir zum Hauptteil. Nämlich meinem kleinen Drachen. Na, er guckt ein bisschen grimmig. Aber eigentlich ist er doch ganz süß geworden, oder? Einmal einen Rundumblick. So. Ja, es war zwar wieder etwas friemelig und tricky, da mit dem Fimo was zu machen, aber wenn man dann noch was, so was Schönes rausbekommt, hat es sich dann doch wieder gelohnt, ne? Ja, dann würde ich sagen, das war es soweit für heute. So, da auch dieses Video mal wieder wegen eines Zettels aus dieser Box entstanden ist, es ist auch jetzt wieder Zeit, einen Zettel für das nächste Video in 2 Wochen zu ziehen. Allerdings habe ich mir das jetzt für das neue Jahr etwas anders überlegt, da ich nämlich von euch kaum bis keine Rückmeldung bekommen habe, was die Auswahl der Themen angeht und ihr habt auch nicht wirklich abgestimmt, dachte ich mir jetzt, ich ziehe mir einfach einen Zettel. Und wenn das jetzt nicht zufälligerweise ein Thema ist, das wir jetzt nicht schon in den Videos behandelt haben, also zum Beispiel die ganzen Geschenkideen, werde ich einfach dieses Thema umsetzen. Fertig, aus. Also ein Zettel, ein Thema und dann schauen wir mal weiter. So. Gut, dann kuscheln wir mal ein bisschen rum. So. Und da haben wir einen Zettel und dann schauen wir mal, was draufsteht. Nichts für ungut, Leute, aber ich glaube, die Geschenkezeit ist jetzt erstmal rum. Also das würde ich, auch wenn wir diese Geschenkideen-Sachen noch nicht explizit hatten, einfach mal wieder raustun und einen neuen Zettel ziehen. Ah. Kalender Filofax. Haben wir, glaube ich, schon mal gezogen gehabt, aber es wurde, glaube ich, nicht ausgewählt. Und das kommt eigentlich ganz gut, weil nächste Woche wollte ich eh einen Bullet Journal Video starten. Und dann kann man eigentlich darauf die Woche gleich damit weitermachen. Gut, dann würde ich sagen, das nächste Thema ist Kalender, beziehungsweise ich habe halt Filofax noch aufgeschrieben, weil ich damals zu dem Zeitpunkt halt das Bullet Journal mit dem Filofax starten wollte, aber es hat nicht so richtig funktioniert. Aber Kalender ist ja dann das andere Alternativthema. Von daher, gut, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir sehr gerne einen Daumen nach oben da. Hier könnt ihr wie immer meinen Kanal abonnieren. Hier findet ihr das letzte Video, was ich hochgeladen habe. Und ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.